Was unsere Sichtweite natürlich auch maßgeblich einschränkt, ist eben die Perspektive. Ja, jeder Beobachter hat einen persönlichen Horizont, eine persönliche Horizontlinie, und die ist abhängig davon, von der Position des Beobachters. Ja, und je höher man steigt, desto weiter kann man sehen. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel so ein Bild, wo die Sicht sehr klar ist. Ja, man kann über einen See, hier das ist Toronto, kann man Toronto noch sehen. Of the full tower at the same scale. And let's try it again, okay? We're all the way up against the glass. Now let's zoom across the lake. And wow, look at that. The lower portions start to disappear. Now let's zoom back in to get a little closer to the one that Captain Baltard was talking about here. And wow, look at this. Here's his image on the right, and here's my image on the left. Missing the lower portions of the city had nothing to do with curvature whatsoever. In the beginning of that little test, and we see that it maintained pretty much the same size too. Pretty close.